Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Mittwoch, dem 6. April 2022. Die Medien machen Druck auf Bundespräsident Ignazio Cassis. Man ist anscheinend empört darüber, dass sich der Bundespräsident, der Außenminister, noch nicht in der von den Journalisten erwarteten eindeutig vorverurteilenden Art und Weise zu den mutmaßlichen Kriegsverbrechen, zu den Gräueltaten von Butscha im Norden von Kiew geäußert hat. Das ist das ganz große Thema jetzt in der Schweiz, in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch in den privaten Medien, im Bundeshaus, unter Politikern, in den Wandelgängen. Hier, was für einen Umgang muss die Schweizer Regierung pflegen? Was muss die Regierung, was muss der Bundespräsident als faktisches Staatsoberhaupt, wenn man so will, als oberste sprechende Person unseres Landes, was muss die hier sagen? Was ist hier die Position der Schweiz? Und ich bin, ich sag's gleich heraus, entsetzt, meine Damen und Herren. Ich bin entsetzt darüber, wie elementare rechtsstaatliche Grundsätze jetzt einfach so außer Kraft gesetzt werden sollen. Und lassen Sie mich das auch gleich zu Beginn in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe Bundespräsident Cassis in dieser Sendung schon kritisiert für den Neutralitätsbruch mit den EU-Sanktionen gegen Russland, für dieses sklavische Übernehmen hier der EU-Außenpolitik. Das ist ein krasser Verstoß gegen alles, was die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der schweizerischen Außenpolitik ausmacht. Ich habe Bundespräsident Cassis auch kritisiert für seinen unbedachten Auftritt auf dem Bundesplatz an der Seite des ukrainischen Staatsoberhaupts Volodymyr Zelensky. Aber nicht nur das, dort bezeichnete Cassis den ukrainischen Präsidenten als meinen Freund Volodymyr. Und man muss hier schon die Frage stellen, ob der Bundespräsident tatsächlich der Meinung ist, ob er mit diesem Verhalten dem Ansehen der schweizerischen Neutralität in der Welt, der Glaubwürdigkeit der Neutralität und auch der möglichen Vermittlertätigkeit der Urfunktion der Schweiz als Friedensschlichter hier dient, oder ob er nicht doch eher genau diese Qualität der Schweiz nun geradezu mit dem Presslufthammer zertrümmert hat. Das habe ich hier gesagt, das musste auch gesagt werden, aber jetzt verteidige ich den Bundespräsidenten, jetzt verteidige ich den Außenminister in klaren Worten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht, dass es eine besondere Wirkung hätte, aber man muss ja sagen, was zu sagen ist, was richtig ist, zumindest aus meiner Sicht. Und Bundesrat Ignazio Cassis hat in bewundernswerter Weise, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich beglückwünsche ihn dazu, dass er die Kraft hatte, an der Unschuldsvermutung und am Rechtsstaat festzuhalten. Die Medien, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Da galoppiert man dem Rechtsstaat voraus. Und für die Journalisten ist klar, wir haben hier klare Kriegsverbrechen in Butscha. Und es ist noch viel, viel klarer, wer hier der bereits überführte Übeltäter ist. Es sind natürlich die Russen. Und auch das, lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen, das ist möglich. Selbstverständlich ist das eine vielleicht sogar plausible und wahrscheinliche Möglichkeit. Wir haben in der Weltwoche am Donnerstag einen Artikel von Kurt Pelder, der ebenfalls sehr überzeugend darlegt, dass die Indizien, die russischen Aussagen, die Dementis widerlegen. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, meine Damen und Herren, was ein Kriegsverbrecher ist, das bestimmen nicht die Medien, das bestimmen nicht die Politiker, das bestimmen nicht die Intellektuellen und die Meinungsmacher, sondern das bestimmen die Richter an den eigens dafür erfundenen und zuständigen Kriegsverbrechertribunalen. Wenn man der Auffassung ist, dass Bilder ausreichen, um Urteile zu fällen, wenn wir also zur Meinung gelangen sollten, dass die Selbstjustiz den Rechtsstaat ersetzen sollte, ja, dann können wir diese Kriegsverbrechertribunale abschaffen. Da müssen wir uns aber auch im Spiegel anschauen und zur Kenntnis nehmen, dass wir das beerdigen, worauf wir uns vielleicht
gemeinsam am meisten einbilden, nämlich die Tradition des Rechtsstaats, der Rule of Law im Westen, in Europa. Gerade die Europäische Union, die sich immer als Gralshüterin des Rechtsstaates hier inszeniert, verliert hier komplett die Proportionen aus dem Auge und verfällt in diese Art der Selbstjustiz, um das Wort Lynchjustiz zu vermeiden. Und ganz wichtig, wer heute am Rechtsstaat festhält, muss sich ja in den Medien bereits wieder als Putin-Verehrer oder Putin-Verherrlicher verleumden lassen. Und das ist eine gefährliche Stimmung, meine Damen und Herren. Wenn der Rechtsstaat, wenn das Festhalten an der Unschuldsvermutung bereits als Stellungnahme für den Feind, als Landesverrat gedeutet wird, dann ist definitiv hier etwas ausgerenkt worden. Aber ich bin voller Zuversicht, dass zumindest was die Schweiz angeht, die Schweizer auch alles wieder einrenken können, was sie selber ausgerenkt haben. Und in dieses Zeitbild, in diese Zeitstimmung einer von den Gefühlslavaströmen fortgerissenen Neutralität passt auch die Polemik, die dieser Tage gegen das internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf losgetreten wurde. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Peter Maurer, der IKRK-Chef, sieht sich von den Ukrainern angeprangert. Der vordergründige Anlass ist ein Bild, das Peter Maurer, der übrigens den russischen Außenminister Lavrov schon aus der gemeinsamen Zeit an der UNO in New York kennt. Es gibt ein Bild, wie Peter Maurer Lavrov die Hand schüttelt und dabei lächelt. Und das ist zu viel für die Ukrainer. Sie werfen dem IKRK den Teufelspakt mit dem Bösen vor. Ebenfalls in diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass das IKRK in Rostov einen Ableger eröffnen möchte, um auch dort humanitär zu helfen. Und die Ukrainer sind nun voll des Zornes, sogar die Rede von Angriffen auf IKRK-Einrichtungen in Mariupol durch ukrainische, ultranationalistische, rechtsextremistische Kräfte. Kurzum, man möchte auch hier, die Kriegspartei, die eine, möchte, dass das IKRK nur noch den Guten hilft, also den Ukrainern, und mit den Bösen jeden Kontakt abbricht. Und auch hier liegt ein ganz elementares Missverständnis vor, meine Damen und Herren. Das IKRK ist für mich eine der glorreichsten Institutionen der Schweiz. Das ist der Stolz der Schweiz. Das IKRK ist so etwas wie der helfende Arm unserer immerwährenden bewaffneten Neutralität. Die Neutralität hat ja eine auch militärische Seite, die systematisch vernachlässigt wurde in den letzten 30 Jahren. Aber die Neutralität hat natürlich auch diese fürsorgliche, diese helfende Seite der guten Dienste, die aufs Vorbildlichste vom IKRK verkörpert wird. Und das Beeindruckendste am IKRK für mich persönlich ist, und da spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, ich war nie auf einer IKRK-Mission, aber ich habe im Verlauf meiner journalistischen Laufbahn und auch sonst sehr viele Exponente des IKRK kennengelernt, und das waren unabhängig der politischen Couleur stets sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Das sind für mich Weltverbesserer. Unternehmer sind es auch übrigens in der Wirtschaft, Leute, die Produkte und Dienstleistungen erfunden haben oder vervollkommnet haben, die uns das Leben besser machen. Aber das IKRK eben in den Kriegsgebieten, in den Krisengebieten ist auch ein Institut der Weltverbesserung, aber eben nicht dieser eingebildeten Weltverbesserung, dieser eitlen, narzisstischen Form der Weltverbesserung, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe dort sehr nüchterne, realistische, bodenständige, beeindruckende Menschen kennengelernt. Und ich bilde mir ein, dass man hier sozusagen die menschliche Verwirklichung auch dieses Neutralitätsideals erblicken kann. Denn das IKRK ist wie keine andere Institution eben genau, die Schweiz müsste es auch sein, der Neutralität verpflichtet. Und das wurde in einem sehr, sehr schönen Text, in einem großen Aufsatz, den der deutsche Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger dann als Buch herausgebracht hat, allerdings geschrieben von Michael Ignatieff, ein etwas komplizierter Satz jetzt. Also Michael Ignatieff hat einen Aufsatz geschrieben, kanadischer Publizist, über das IKRK. Hans-Magnus Enzensberger hat das dann später als Buch herausgebracht. Und dort zitiert, sinngemäß aus der Erinnerung, zitiert Ignatieff einen IKRK-Exponenten, der gesagt hat: Wir müssen selbstverständlich auch
dem Teufel die Hand schütteln, wenn wir uns dafür Zugang verschaffen können zu Kriegsopfern, zu Gefangenen, zu Verletzten, zu Verwundeten. Und die Frage danach hat sich natürlich schon in den 90er Jahren gestellt, nicht zufällig während des Jugoslawienkriegs, wo der Westen auch voller Zorn über angebliche, mutmaßliche und tatsächliche Menschenrechtsverletzungen der Serben war. Vieles von dem hat sich im Nachhinein dann als falsch herausgestellt, müssen wir auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Und dort stellte sich dann die Frage, kann das IKRK überhaupt noch neutral sein? Also interessant, wie hier im Jugoslawienkrieg bereits Fragestellungen vorweggenommen wurden, die nun verschärft sich auch gegenüber Russland stellen. Aus meiner Sicht ist das Ganze auch etwas unbalanciert hier, unproportional in der ganzen Beurteilung. Man hat den Irakkrieg meines Erachtens und die dortigen Menschenrechtsverletzungen nicht so scharf und mit gigantischen Sanktionen ahndend sanktioniert bzw. verurteilt, aber das wäre mal ein gesondertes Thema. Auf jeden Fall die Frage nach der Neutralität des IKRK schon im Jugoslawienkrieg ein Thema, und Michael Ignatieff beantwortet anhand von Zitaten und Gesprächen diese Frage glasklar. Natürlich muss das IKRK neutral sein, das ist seine DNA, das ist seine Essenz, das ist sein Wesenskern. Wir müssen auch dem Teufel die Hand schütteln, wenn wir dadurch Gutes tun können. Philosophisch gesprochen, Sie kennen den Unterschied zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Die Kritiker des Bundesrats, die Kritiker des IKRK, die Kritiker von Ignazio Cassis, die von ihm erwarten, die Unschuldsvermutung außer Kraft zu setzen und die Gerichtshöfe der Moral hier urteilen zu lassen und so zu tun, als sei der Richterspruch über die Russen bereits gefällt, das sind eben Gesinnungsethiker, die ungeachtet der Konsequenzen und der praktischen Folgen einzig und allein auf die Absicht, auf die Gesinnung schauen. Und das IKRK, und die Schweiz als neutraler Staat wäre das auch, setzt eben auf die Verantwortungsethik. Das heißt, die Resultate zählen, die Folgen zählen, die Konsequenzen in der Wirklichkeit zählen und hier nicht dieses eitle Pfauengehabe der reinen unbefleckten Gesinnung. Und ich bin ja tatsächlich sehr kritisch, was hier die Kopflosigkeit der Schweizer Politik angeht, und Sie sehen das auch im Bundeshaus. Die Leute lassen sich jetzt einfach davon reißen unter den Eindrücken von Bildern, unter dieser auch Dauerbedröhnung einer medialen, fast schon Propaganda, und es ist Propaganda, auch bei uns im Westen. Wir bilden uns immer ein, wir hätten hier das freiste Mediensystem und zeigen da immer mit dem Finger auf die Russen, auf die Ungarn und auf alle anderen. Aber ich möchte einfach daran erinnern, dass vielleicht nicht in der Schweiz, aber in Deutschland und in anderen Ländern russische Nachrichtenportale verboten worden sind. Ich glaube, das war nicht einmal im Irakkrieg der Fall, als Al Jazeera ein sichtlich, sagen wir mal, islamisch freundlicher Sender da durchaus auch aus seiner Sicht die Nachrichten beleuchtete. Und das ist auch in Ordnung. Wir brauchen die unterschiedlichen Sichtweisen. Man soll doch nicht so tun, als gäbe es nur eine Sichtweise. Es gibt sehr wohl unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Krieg. Und keine kann hier Alleingültigkeit beanspruchen. Keine hat das Wahrheitsmonopol. Und nur schon, dass wir uns dies einbilden, zeigt, dass wir da abgerutscht sind in diese ganzen propagandistischen Abgründe hinein. Und unter dieser Dauerbedröhnung, Dauerbeschallung durch die Propaganda, durch die Bilder, auch natürlich durch den Druck der Amerikaner, der Europäischen Union, der Banken, die vom Bundesrat erwarten, dass er ihnen die Verantwortung abnimmt, da zum Beispiel gegen sogenannte Oligarchen vorzugehen, auf Druck der Amerikaner. Was ist überhaupt ein Oligarch? Ein anderes Thema. Da hat der Bundesrat die Neutralität verletzt. Aber, ich bleibe immer hoffnungsfroh in dieser Sendung, vielleicht zeichnet sich jetzt eine kleine Wende ab. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass ich recht habe, aber ich hoffe, dass ich recht habe. Vielleicht haben jetzt auch diese Angriffe auf das IKRK, das ist zumindest mein Eindruck aus den Gesprächen, die ich in Bern führe, vielleicht haben jetzt diese Angriffe
auf das IKRK auch dem einen oder anderen und nicht zuletzt unserem Bundespräsidenten etwas die Augen geöffnet, den Blick wieder geschärft für den Wert und den Nutzen der Neutralität, den man zuletzt wohl vergessen hatte. Und so könnte es sein, und das ist hier nun wirklich meine optimistische Sehnsucht, möchte ich fast sagen, dass sich der Bundesrat an diesem IKRK, an Peter Maurer und seinen Leuten ein Vorbild nimmt, dass sich die politische Schweiz an der humanitären Schweiz, an der IKRK-Schweiz wieder aufrichtet und zurückfindet zur Neutralität. Aber das ist ein ganz anspruchsvoller Weg, denn wenn Sie einmal den glaubwürdigen Pfad verlassen haben, wenn Sie einmal einen Finger gegeben haben, dieser einen Seite, dann lässt man Sie natürlich auch nicht mehr los. Dann sind Sie eingesperrt in dieser Nicht-Neutralität, in dieser Parteiergreifung. Und ich sehe noch nicht, wie der Bundesrat da wieder herauskommt, nach welchen Kriterien er zum Beispiel entscheiden möchte, dass er die EU-Sanktionen aufgibt. Unsere Regierung stellt sich immer auf den Standpunkt, wir haben immer noch eine eigenständige Politik. Das glauben Sie, das sagen Sie. Sie sagen, wir haben einfach aus eigener Entscheidung heraus beschlossen, diese Sanktionen 1:1 zu übernehmen. Wir können auch wieder aussteigen. Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien macht man das? Und wenn ich zurückblicke auf die Corona-Zeit, dann stelle ich fest, dass der genau gleiche Fehler damals auch gemacht wurde. Man ist schnell drin, im Ausnahmezustand, in der besonderen Lage. Aber man versäumt dann, sich die Frage zu stellen, wann ist eigentlich fertig mit diesem sogenannten Ausnahmezustand? Wann wird der Ausnahmezustand zum Dauerzustand? Die Schweiz hat sich sehr, sehr schwer getan mit der Formulierung solcher Kriterien. Und ich fürchte einfach jetzt, wo man die neutrale Seele bis zu einem gewissen Grad verkauft hat, was enttäuschend ist, was irgendwie auch traurig ist, dass man noch viel, viel mehr Mühe haben wird, hier den Ausweg, den Fluchtweg aus der sich selber eingebrockten neutralitätspolitischen Bredouille wieder zu finden. Aber wir lassen uns natürlich immer wieder eines Besseren belehren. Aber ich habe zumindest ein paar Spurenelemente von Lichtblicken geglaubt zu erkennen in den letzten Tagen in Bern. Lassen wir uns überraschen. Wir sind natürlich offen. Jetzt aber gleich wieder kritisch, meine Damen und Herren, dagegen geschnitten. Der Rechtsstaat gerät ins Rutschen. Nicht nur bei der Neutralität, nicht nur bei der Unschuldsvermutung, natürlich auch beim Umgang mit Eigentum und Hab und Gut dieser sogenannten Oligarchen russischer Privatpersonen, auch und gerade in der Schweiz. Ich finde das entsetzlich, meine Damen und Herren. Auch hier zerstört die Schweiz ihren Ruf als erdbebensicheres Gotthard-Massiv der Eigentumsgarantie. Es ist erschütternd, wie schnell die Politik, auch die bürgerliche Politik, die FDP-Politik, aber es gibt auch Leute innerhalb der SVP, wenn auch sehr wenige, die der Meinung sind, dass man hier richtig handelt, wenn man diesen Russen, diesen Oligarchen die Häuser wegnimmt, die Vermögenswerte beschlagnahmt, einfriert. Was passiert eigentlich mit diesem Geld? Wann bekommen sie das wieder zurück? Wann können sie wieder Zugang finden zu ihren Konten? Auch hier, das ist völlig unklar, hier greift eine Willkür um sich und ich sehe nicht, meine Damen und Herren, wo da noch der Rechtsstaat in der Schweiz gewahrt ist, auf der Grundlage welcher Gesetze da gehandelt wird. Klar, unsere Regierungen, unsere Behörden verstecken sich da hinter den EU-Sanktionen. Sie sagen, ja, wir haben das jetzt übernommen, das SECO und die entsprechenden Vollzugsinstrumente, auch die FINMA, die Finanzmarktübersicht, die pushen jetzt da ihre Verordnungen durch und machen Druck auf die entsprechenden Institute. Ich frage mich hier einfach, wo bleibt der Rechtsstaat? Wo ist die Eigentumsgarantie? Und ich stelle fest, auch deutsche Kritiker, die
den noch geringsten Angriff aufs Eigentum, wenn zum Beispiel irgendein Grüner kommt in Deutschland und da einer, keine Ahnung, einen Wohnungsmietendeckel fordert, dann stehen sie zuoberst auf der Barrikade. Aber jetzt schweigen sie wie Mäuschen, man hört gar nichts mehr von diesen Verteidigern der Marktwirtschaft und des Kapitalismus, wenn die Eigentumsordnung hier mit Blick auf russische Privatpersonen bei uns hier in flagranter, nein, in fast schon enteignungsartiger Weise gefährdet, außer Kraft gesetzt wird. Das geht doch nicht, meine Damen und Herren. Wir können doch nicht einfach den Eigentumsbegriff zum Fenster hinauswerfen, zusammen mit der Unschuldsvermutung. Es gibt geordnete Verfahren, es gibt rechtsstaatliche Grundsätze. Ich höre in Deutschland, das werde ich dann in der internationalen Ausgabe noch bringen, ich höre in Deutschland, dass dort der Staat jetzt Firmen übernimmt, die vorher russischen juristischen Personen gehört haben. Das sind Alarmsignale, meine Damen und Herren, wenn man überzeugt ist, das Gute zu tun im Kampf gegen das abgrundtief Böse, merken Sie etwas, dann ermächtigt man sich die Grundlagen unserer Zivilisation. Und das ist der Rechtsstaat. Das ist das Einzige, was uns letztlich von der Barbarei unterscheidet. Das ist das dünne Apfelhäutchen der Zivilisation, das uns hier davor bewahrt, in eine Art Naturzustand, Recht des Stärkeren zurückzufallen. Und gerade der Westen, gerade die Schweiz, gerade die Politiker, die keine Gelegenheit verpassen, sich auf ein irgendwie geartetes, hohes moralisches Ross zu setzen am Sonntag, um von dort herab zu predigen, genau die, das sind die, die nun zuvorderst dabei sind, wenn es darum geht, diese Säulen unseres Rechtsstaats, diese Säulen unserer Zivilisation, ich muss das hier etwas pathetisch ins Bewusstsein rücken, Wink mit dem Matterhorn nach hier, die nun im Begriff sind, diese Pfeiler, diese Stützpfeiler unserer Zivilisation zum Einsturz zu bringen. Eine Mahnung, meine Damen und Herren, eine Mahnung. Sehen Sie mal, wie schnell es geht. Ich bekomme viele Zuschriften von Ihnen, von Leuten, die sagen, ja, Herr Köppel, das kann Sie ja nicht überraschen, nach dem, was wir gesehen haben während der Corona-Zeit. Da hat man den Rechtsstaat auch mir nichts, dir nichts ausgehebelt. Ja, Sie haben recht. Hier sind wir vielleicht schon etwas abgestumpft worden. Der Krieg gegen die Viren hat unser rechtsstaatliches Immunsystem narkotisiert. Brandgefährlich. Da müssen wir aufpassen. Magdalena Martullo, die hocherfolgreiche Unternehmerin der Ems Chemie mit einem Vorzeigebetrieb der chemischen Werkstoffe in Handys, in Autos, weltweit sind die dabei, präsentieren schwindelerregende Wachstumsraten und Gewinnmargen und die Aktienkurse lassen die Aktionäre frohlocken. Magdalena Martullo ist in den letzten Tagen ebenfalls angegriffen worden als Exponentin einer Partei, der einzigen und bedauerlicherweise letzten Partei in der Schweiz, die sich noch standhaft für die Wahrung der strikten Neutralität, der verfassungsmäßigen und auch verfassungsmäßig geforderten Neutralität einsetzt. Und Magdalena Martullo wurde von den Medien, insbesondere vom Schweizer Fernsehen, das ist bekannt, aufs Härteste angegriffen, weil sie ihre Firmen angewiesen hat, sie hat Firmen in Russland, sie hier an die russischen Gesetze zu halten und nicht in der internen Kommunikation und im generellen Auftreten von Krieg in der Ukraine zu sprechen, sondern sich hier eben an die russische Rechtsordnung zu halten und von einer militärischen Operation zu reden. Und das hat ihr nun den gesinnungsethischen Verdammungsbann der Mainstream-Medien zugezogen. Und interessanterweise eben waren es am lautesten die Journalisten des Schweizer Fernsehens, die, pardon, noch nie in ihrem Leben einen Bleistift oder ein Salatblatt verkauft haben, die sich nun aufschwingen, um einer Unternehmerin, die Tausenden von Menschen Arbeitsplätze bietet, die Wertschöpfung betreibt, die sich im härtesten Wettbewerb behaupten kann, um dieser Frau zu sagen, wo Bartli der Bostold, also fast schon wieder bewundernswert, die Chuzpe dieser SRF-Journalisten da in
ihrer Zwangsgebühren finanzierten Wohlstandsblase, in ihrer fremdfinanzierten Medien-WG am Leutschenbach. Und da muss man einfach auch in aller Entschiedenheit festhalten, natürlich hat Magdalena Martulla in jeder Hinsicht recht, meine Damen und Herren. Ja, selbstverständlich. Sie stellt sich auf den Standpunkt und sagt, erstens, ich gehe doch nicht aus Russland raus, dann werden meine Firmen verstaatlicht. Meinen Sie, ich schenke dem russischen Staat unsere Firmen? Nein, ich bleibe dort, also muss ich mich auch an die Rechtsordnung halten. Das ist völlig bizarr, dass die Journalisten jetzt da kritisieren. Ausgerechnet die Journalisten, die die Schweiz verpflichten wollen, europäisches Recht dauernd zu übernehmen, über automatische Rechtsübernahme sich europäischen Gerichten zu unterwerfen. Da kann es dann nicht genug Gesetzestreue und Rechtstreue gegenüber der Europäischen Union geben. Da wird immer gesagt, die Schweiz müsse sich doch an die Regeln der EU halten, wenn sie dort wirtschaftlich tätig sei. Aber eben fortgespült von diesem Moralismus ändern sich dann komplett wieder die Maßstäbe und behauptet das Gegenteil, hält sich überhaupt nicht da ans Prinzipielle und wirft nun einer Unternehmerin vor, in Russland dürfe sie sich selbstverständlich in keiner Art und Weise ans Recht hat, müssen sie auf Konfrontationskurs gehen mit diesem Unrechtsstaat, mit diesem Reich des Bösen. Schon interessant, wie heute vor allem linke Journalisten diese Logik des Kalten Krieges komplett verinnerlicht zu haben scheinen. Das ist mir total fremd. Auch als Weltwoche-Journalist haben wir hier eine lange Tradition der nonkonformistischen Blogfreiheit. Auch im letzten Kalten Krieg hat die Weltwoche sich geweigert, einfach auf einer Seite mitzutanzen. Das kann's nicht sein, meine Damen und Herren. So. Der Krieg Europa und die Schweiz, das ist auch ein ganz flexibler Meinungsmacher. Michael Herrmann, der Politgeograf und Kolumnist des Tagesanzeigers, der sich jetzt im fortgeschrittenen Lebensalter hier langsam auch als linker Aktivist outet, der er ja immer schon war. Finde ich auch okay, ist eine Form von Transparenz, besser als dieses etwas neutrumshafte Getue, das pseudowissenschaftliche. Gut, wenn hier Michael Herrmann die Karten auf den Tisch legt, er ist klar ein Politologe, ein Politaktivist der Linken mit dezidierten Meinungen. Er ist auch der Auffassung, dass die Neutralität der Schweiz auf den Abfallhaufen der Geschichte gehört. Er hat da Kundgebungen für die Ukraine organisiert. Alles unbenommen kann man alles machen, aber man kann die Schweiz hier nicht als Staat auf so eine politaktivistische Linie verpflichten. Das können sie nur dann tun, wenn die Schweiz direkt angegriffen wird. Aber die Schweiz wird nicht von Russland angegriffen, meine Damen und Herren. Auch die NATO wird nicht von Russland angegriffen. Wir sind zum Teil angegriffen worden im wirtschaftlichen Bereich von den Amerikanern und von der Europäischen Union. Und ich wünschte mir, dass die Schweizer Politik dort etwas mehr die Zähne zeigen würde, wo wir tatsächlich in unseren Interessen bedroht werden und nicht hier gegen Russland einen Stellvertreterkrieg da am Rockzipfel der EU und der Amerikaner zu führen. Aber mit solchen Vorstellungen kann ich natürlich bei Michael Herrmann nicht landen. Nun also seine Kolumne gestern im Tagesanzeiger, da muss man einen Moment verweilen, weil Herrmann versucht nun die Gelegenheit beim Schopf zu packen, nicht nur die Neutralität zu beerdigen, sondern jetzt gleich diesen Ausnahmezustand des Krieges zu packen, um die Schweiz in die Europäische Union hineinzubringen. Und er schreibt dann hier also groß ausholend mit Winston Churchill, dass dieser britische Premier, da möchte er natürlich etwas die Konservativen umschmeicheln, dass dieser Winston Churchill für die Vereinigten Staaten von Europa plädiert habe in der Aula der Universität Zürich eine glorreiche Stunde. Was Herrmann hier diskret ausblendet, ist allerdings die Tatsache, dass Churchill die Vereinigten Staaten von Europa forderte, aber ohne das Vereinigte Königreich. Das wird dann immer etwas unter den Tisch gewischt. Brexit avant la lettre. Mit Churchill wären die Briten gar nie der EU beigetreten. Dann das europäische Friedensprojekt wird da besungen. Finde ich auch interessant. Europa ist eine Art Friedensprojekt, aber Sie sehen am Beispiel des Kriegs in Jugoslawien, Sie sehen es jetzt wieder am Ukraine-Krieg, die EU ist nicht in der Lage, den Frieden in Europa zu garantieren. Ist sie einfach nicht, weil sie militärisch zu schwach ist. Und da sehen Sie auch, dass diese selbstschmeichelnde Wahrnehmung der EU als Friedensprojekt eben nur einen Teil der Wahrheit, einen Teil der Wirklichkeit beleuchtet. Tatsache ist einfach, dass die Europäische Union über den Großteil ihrer Existenz sicherheitspolitisch, friedenspolitisch,
theoretisch eine Trittbrettfahrerin der Vereinigten Staaten war. Man hat sich da gegenseitig etwas vorgelogen. Man hat selber den Sozialstaat ausgebaut, die Rüstung vernachlässigt und den Amerikanern hier die militärische Schutzfunktion überlassen. Und heute beklagt man sich in gewissen Kreisen, wenn die Amerikaner befehlen, was in Europa läuft. Das ist einfach eine Konsequenz auch der eigenen militärischen Schwäche, die eben das Friedensprojekt EU in einem entscheidenden Punkt schwächt. Die EU kann überhaupt nicht für Frieden sorgen. Das sehen Sie jetzt in der Ukraine. Dann versucht Hermann, ist auch ein rhetorisch begabter, etwas ja, Politiker könnte man sagen, dann versucht er die Schweizer zu umwerben. Auch hier wieder etwas die SVP-Klientel vielleicht. Er sagt, die Kleinstaatlichkeit sei ganz wichtig für die Europäische Union. Und das sehe man jetzt auch in diesem Krieg im Osten Europas, wieder ein Kleinstaat durch Russland überfallen werde. Okay, lieber Michael Hermann, ich stelle einfach die Frage, bin nicht so sicher, ob die Ukraine wirklich ein Kleinstaat ist. Ist, glaube ich, flächenmäßig das größte Land in Europa, 5-mal mehr Einwohner als die Schweiz. Ein Kleinstaat ist das nicht. Und damit verbindet jetzt Hermann den Wunsch eben, dass die EU auch für diese Kleinstaaten wie die Ukraine zu einem Sicherheitsprojekt werden könnte. Gegenfrage, mit welcher Armee? Dann das große Trauerspiel ums Rahmenabkommen wird da beklagt. Da merken Sie den Phantomschmerz. Hermann hätte sich gewünscht, dass die Schweiz da mitmacht bei diesem EU-Beitritt Leid durch die Hintertür. Fremdes Recht, fremde Richter, Richter der Gegenpartei und EU-Sanktionen. Ich meine, man muss ja verrückt sein, wenn man so einen Vertrag unterzeichnen will. Zum Glück hat zum Schluss auch der Bundesrat gemerkt. SP, Mitte und FDP seien sich der Zeitenwende sehr wohl bewusst. Hier übernimmt er die Propagandaformel des Bundesrates, von der sich Ignazio Cassis allerdings schon wieder etwas zu verabschieden scheint. Die eigene ausgerufene Zeitenwende scheint ihnen da etwas unheimlich zu werden. Aber nur die rückständige, die dumme SVP hat das noch nicht gemerkt. Das ist jetzt eine interpretatorische zwischen den Zeilen Lesung dieses Editorials. Einer Sicht, die wir wegnehmen, wie besonders als Schweiz gemeinsam mit der EU vorankommen wollen, hin zu mehr Frieden, Stabilität und Sicherheit in Europa und damit auch in der Schweiz. Meine Damen und Herren, das ist jetzt die Situation. Wir müssen wachsam bleiben auf allen Stufen unseres Gemeinwesens. In den Zeitungen sowieso wird jetzt die Parole ausgegeben. Neutralität fertig, Unabhängigkeit fertig, EU-Beitritt, NATO-Beitritt. Das ist eben die sogenannte Zeitenwende, wenn die Politik den Kopf verliert und dann noch souffliert von Akademikern, von Intellektuellen. Dann wird es etwas ruppig, dann wird es etwas holprig. Umso wichtiger ist es, dass man diese Grundpfeiler unserer Staatlichkeit, unseres staatlichen Erfolgs, unseres Friedens, unseres Wohlstands eben in Erinnerung ruft. Das ist die immerwährende bewaffnete Neutralität, das ist die direkte Demokratie, der Föderalismus, die Unabhängigkeit und Freiheit unseres Landes, so wie sie gefordert wird im Zweckartikel unserer Bundesverfassung. Interessant im Tagesanzeiger, das vielleicht auch noch eine Facette hier, Enver Robelli ergießt sich fast täglich in kritischen Begutachtungen des serbischen Präsidenten, des erfolgreich wiedergewählten Präsidenten Vucic. Dazu sei angemerkt, Enver Robelli, das überrascht nicht, ist halt Kosovare. Und die Kosovaren haben ein sehr gespanntes Verhältnis gegenüber den Serben. Aber vielleicht sollte der Tagesanzeiger mal einen Serben über Vucic schreiben lassen, damit wir nicht nur die kosovarische Sicht auf dieses Thema haben. GLP-Nationalrätin muss Taggeld zurückzahlen. Katrin Bertschi beklagt Diskriminierung. Es geht da um ein Muttertagsgeld. Ja, eine Berufspolitikerin ist da zu gierig geworden. Die Kernaufgabe von Firmen, schreibt Gerhard Schwarz in der NZZ, und er sagt, dass die wichtigste Aufgabe eines Unternehmens darin besteht, erfolgreich zu sein, Profit zu erwirtschaften, und da hat er recht, eine glänzende Kolumne von Gerhard Schwarz, diesem unverwüstlichen Leitgestirn des liberalen Denkens in der Schweiz. So, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt werde ich mich beeilen, die deutsche Ausgabe, die internationale Ausgabe gleich nachzureichen. Dort dann vor allem die Vorgänge in der Ukraine und natürlich etwas der Blick stärker über die Landesgrenzen hinaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen Donnerstag wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.